Eine Autowerkstatt an der Schillerstraße in Jever ist in der Nacht zum Montag durch einen Brand schwer beschädigt worden. Durch das Feuer in der Werkshalle, in der mehrere Autos standen, kam es zu starker Hitze- und Rauchentwicklung. Als die Freiwillige Feuerwehr Jever gegen 0.45 Uhr alarmiert wurde, brannte das Feuer wahrscheinlich schon länger. Beißender Qualm und große Hitze erschwerten den Einsatz der Brandschützer, die unter Atemschutz in das Werkstattgebäude eindrangen. Aufgrund der starken Qualmentwicklung im Obergeschoss des Gebäudes kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Fenster mussten eingeschlagen werden, damit der Rauch entweichen konnte. Zudem kamen Entlüfter zum Einsatz. Spezialisten der Polizei kamen noch in der Nacht zur Brandstelle, um Spuren zu sichern und nach der Ursache zu suchen. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.